Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Heute geht es um Diversität im Film. Da habe ich für euch ein spannendes Dokument gefunden bei der Filmförderung. Bevor wir aber loslegen, nochmal hier der Hinweis, abonniert unbedingt meinen YouTube-Kanal, schaltet auch die Glocke ein, dann verpasst ihr kein neues Video. Und was auch ganz wichtig ist, wir wissen, hier bei YouTube wird immer mehr zensiert, damit ihr da auf dem Laufenden bleibt. Folgt auch meinem Telegram-Kanal. Ja, dann wollen wir mal direkt reinschauen, was so die Filmförderung schreibt. Ja, wir sind hier auf der Seite der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein. Da haben wir auch schon ein buntes Bild zu Anfang. Vielfalt Filmen. Da steht mehr Diversität im Film. Gute und erfolgreiche Filme kommen ohne Klischees und stereotypische Rollenbilder aus. Stereotypische Rollenbilder, wir wissen, ja, wenn man zum Beispiel einen Mann als besonders stark und männlich darstellt, dann ist es ein stereotypisches Rollenbild, das soll natürlich vermieden werden. Oder die Frau, die zu Hause kocht, sich um ihre Familie kümmert, das ist natürlich auch ein Klischee und ein Stereotyp. Das darf natürlich nicht im Film vorkommen. Ja, und das mit den Stereotypen, das ist, soweit ich weiß, auch in England mittlerweile verboten, da stereotypische Werbung zu schalten. Wir sehen also, das ist hier ein weltweites Phänomen und das konzentriert sich nicht nur auf Deutschland. Weiter im Text. Doch wir wissen aus etlichen Studien, dass es vor und hinter der Kamera noch viel zu tun gibt, bis alle Menschen unabhängig vom Geschlecht, Alter, Herkunft, Hautfarbe, Orientierung und anderen Merkmalen die gleichen Chancen bekommen, sich auszudrücken oder mit den eigenen Erfahrungen im Film repräsentiert zu werden. Die Filmbranche hat die Verantwortung und auch Chance, unsere Alltagsumgebung und die vielfältige Gesellschaft in ihrer Diversität abzubilden, ohne in Klischees zu verfallen oder unbewusste Vorurteile zu bestätigen. So, dann geht's weiter. Der Film Norden soll bunter werden. Also nochmal die FFHSH, die Filmförderung Hamburg und Schleswig-Holstein. Nochmal hier als kleiner Einschub für diejenigen, die nicht wissen, was eine Filmförderung macht. Eine Filmförderung, das sind meistens ja öffentliche Gelder, wo der Staat über diese Filmförderung, da haben wir dann, soweit ich weiß, in jedem Bundesland haben wir dann jeweils eine Filmförderung. Und der Staat stellt da halt Gelder zur Verfügung für Filme, für Filmprojekte, die, ja, ich sag's immer wieder, die will eigentlich keiner sehen. Ich war auch selbst mal hier in Hamburg beim Kurzfilmfestival. Da wurden auch alle Filme gezeigt, die von der Filmförderung finanziert wurden. Das waren halt auch Filme mit Gleichberechtigung, Feminismus, Klimawandel, halt immer so diese ideologischen Themen, die da behandelt werden. Und das Spannende war auch, das war im Zeise-Kino in Altona. Das ganze Kino, der ganze Saal war so gut wie leer. Also da saßen vielleicht 15 Leute. Und ich denke mal, die meisten, die da saßen, waren entweder die Regisseure, die waren beim Film dabei, oder so wie der Freund und ich. Wir hatten tatsächlich auch von einem Regisseur, den der Freund halt kennengelernt hat, die Karten geschenkt bekommen. Das heißt, es wird ja einfach sehr, sehr viel Geld verballert für Filme, die keiner sehen will. Hier nochmal ganz kurz zur Info. Der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein stehen jährlich ca. 14,8 Millionen Euro zur Verfügung. Spannend ist dann auch hier zu sehen, wo das Geld genau herkommt. Von diesen 14,8 Millionen kommen 9,1 Millionen von der Stadt Hamburg, 1,2 Millionen vom MDR, 1 Million vom ZDF sowie 2,5 Millionen für Filmförderung aus einem vom Gesetzgeber festgelegten Anteil der Rundfunkgebühren. Ja, wir sehen, es kommt nicht nur ganz viel Geld aus Steuergeldern, sondern auch viel aus Rundfunkgebühren, aus dem GZ-Beitrag. Da ist natürlich, dass der ganze Staatsfunk natürlich auch total auf Linie mit der Regierung ist. Wenn ihr wollt, kann ich da auch nochmal ein extra Video zu machen. Schreibt es dann gerne unten in die Kommentare rein. Da sieht man ja halt auch immer wieder, wie sehr sie auf Linie mit der Regierung sind, wie sehr sie auch diese staatlich verordneten Ideologien bei sich implementieren, da dauernd drüber sprechen und so weiter.
Spannend ist auch hier, dass seit 2020 auch von der Warner Brothers Entertainment GmbH jährlich 1 Million Euro für das Gremium Nordbuster zur Verfügung gestellt werden. Man dachte eigentlich, dass Warner Brothers auch ja kapitalistisch ist, eigentlich nicht mit dem Staat zusammenhängt, aber wie man hier sieht, scheinen die sich auch um Diversität zu bemühen. Wer weiß, also da kann man vielleicht auch mal ein bisschen genauer reinschauen, inwiefern die Filme von Warner Brothers da mit diesen Ideologien voll auf Linie sind. Hier nochmal ganz kurz die Gremien. Da sehen wir hier Gremium High End, da ist hier einer vom NDR mit drin, hier vom ZDF, hier jemand direkt von der Filmförderung, Autoren, Regisseure, Produzenten. Hier auch wieder Gremium Directors Cut, auch wieder einer vom NDR. Vom Kino direkt, ein Schauspieler von der Filmförderung direkt. Und es gab da auch vor kurzem einen spannenden Fall, den wollte ich einfach hier nochmal ganz kurz einblenden. Hier sehen wir, das war letztes Jahr im September, da hat sich der Chef von der hessischen Filmförderung mit dem Chef der AfD getroffen. Und wir wissen natürlich, AfD ist ganz, ganz böse, mit der darf man nicht reden, mit der darf man auch nicht gesehen werden, vor allem wenn man natürlich so einer Organisation angehört oder der sogar vorsteht, wie der Filmförderung, wo es nur um Ideologien geht, wo man voll auf Linie des Staates sein muss. Da war es dann auch, da haben sich dann die Filmschaffenden beschwert, die alle aus diesen Töpfen von der Filmförderung leben, die Geld dafür erhalten, die sagen, nein, wir möchten mit der Filmförderung nicht mehr zusammenarbeiten. Man muss sich das einfach auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind Leute, deren Filme sonst eigentlich keiner sehen will, die nur dadurch ihre Arbeit machen können, dadurch, dass sie durch Steuergelder finanziert werden. Dass die sich dann beschweren und sagen, nein, wir möchten kein Geld mehr von euch haben, weil der Chef hier sich mit Jörg Meuthen getroffen hat. Das ist schon ein riesengroßer Skandal für mich, wo ich sage, das kommt eigentlich der Kontaktschuld gleich, wie wir das unter Mao oder Stalin kennen. Da war es ja auch, du wurdest mal mit dem und dem gesehen, da haben wir dich gleich verschleppt, umerzogen. Ja, und wie ich auch schon mal in meinem Auswandervideo gesagt habe, was übrigens auch mittlerweile ja durch die aktuellen Vorkommnisse revidiert wurde bei mir, also schaut dazu gerne auch hier in dieses Video mit Max bei Eigentümlich Frei, schaut da gerne mal rein, da haben wir uns da ausführlich über das Thema Auswandern und auch über Thema Reisen und alles Mögliche unterhalten. Da damals in meinem Auswandervideo habe ich schon gesagt, hey, ich möchte mich halt eigentlich mal gerne mit Andersdenkenden treffen. Ich würde mich gerne auch mit Ricarda Lang zum Beispiel an einem Tisch sitzen oder mit Richard David Precht oder Moritz Neumeier. Für mich ist es halt gerade, man hat unterschiedliche Ansichten, man tauscht sich aus, man schaut, wo kommt man zusammen. Ja, und wer weiß, ob dieser Chef der Filmförderung sich einfach nicht mit Meuthen ein bisschen austauschen wollte, schauen, okay, vielleicht sind wir doch nicht ganz so weit auseinander oder vielleicht sind wir doch ganz weit auseinander. Das heißt, wenn da jemand trifft, dann heißt es garantiert nicht direkt, dass er mit allem, was der sagt, auf Linie ist. Ja, dieser kurze Exkurs war einfach nur dafür da, um euch zu verdeutlichen, wie politisch korrekt diese Filmförderungen sind und nicht nur die Organisationen selbst, sondern auch diejenigen, die das Geld bekommen. Das war in Hessen. Wollen wir uns mal anschauen, was man da bei der Filmförderung Hamburg und Schleswig-Holstein da so weiterschreibt. Der Filmnorden soll bunter werden. Die FFHSH nimmt sich dieser Verantwortung an. Neben einer diversen Besetzung unserer Fördergremien, da sehen wir also auch, die Fördergremien sind auch schon mal sehr bunt besetzt, wollen wir auch unsere Fördernehmer-SternchenInnen stärker für das Thema Diversität sensibilisieren. Hier sehen wir auch ganz politisch korrekt, hat man ein Gender-Sternchen benutzt, man hat es korrekt gegendert, damit natürlich auch die Diversen angesprochen werden und sich keiner da getriggert fühlt. Vor einigen Jahren haben wir mit dem grünen Drehpass das Thema ökologische Nachhaltigkeit auf die Agenda unserer Branche gesetzt. Da sehen wir auch, also vor ein paar Jahren hat man da schon den Ökowahn behandelt, ökologische Nachhaltigkeit, auch wieder eine von diesen großen Ideologien, die unsere Regierung verfolgt. Auf gleicher Weise fragen wir nun, ob die Filmbranche Vorbild sein kann, um Vorurteile gegenüber marginalisierten Gruppen in unserer Gesellschaft abzubauen und ein selbstverständliches Miteinander zu befördern, ohne dabei die künstlerische Freiheit oder arbeitsrechtliche Fragen zu berühren.
Das ist natürlich okay, wir wollen die künstlerische Freiheit, wollen wir nicht anfassen, arbeitsrechtliche Fragen wollen wir auch nicht berühren, aber wie sehr das eingeschränkt wird, sehen wir später. Da sagt dann Helber Albers, der Geschäftsführer der Filmförderung Hamburg und Schleswig-Holstein, mehr Vielfalt filmen und Geschichten erzählen, die sonst ungehört bleiben. Wir wollen unsere vielfältige, multikulturelle Gesellschaft modern und in all ihren Facetten auf der Leinwand sehen. Ab sofort sind Antragstellerinnen dazu verpflichtet, einen Fragenkatalog zur Diversität ihres geplanten Projektes zu beantworten. So sollen sie zur bewussten Beschäftigung mit dem Thema Diversität und zur kritischen Überprüfung des eigenen Handelns angeregt werden. Sehen wir im geplanten Filmprojekt Menschen mit Behinderung, wie viele Frauen sind in leitender Funktion am Projekt beteiligt? Gibt es im Team People of Color? Und wenn nein, warum nicht? Wir wissen, dass diese Checkliste nur ein Anfang sein kann. Daher bleiben wir weiterhin im Austausch mit der Branche, um die Liste fortlaufend anzupassen, um weitere Maßnahmen zu entwickeln. Wir sehen hier, Behinderte müssen inkludiert werden. Frauen müssen in leitenden Funktionen sein. Da muss man natürlich die Frauen, die wollen wir in die Vorstände reindrücken. Wir brauchen Frauenquoten. Das kann doch nicht sein, dass Frauen und Männer nach jahrzehntelanger Gleichstellung immer noch nicht gleich sind. Ja, deswegen müssen wir auch Frauen hier in leitenden Funktionen haben. Gibt es auch People of Color? Wir müssen natürlich alle ganz bunt sein. Ja, wenn man sich das Team hier mal anschaut, wir sehen, es ist sehr bunt. Wir sehen natürlich ganz, ganz viele Menschen mit Behinderung, ganz viele People of Color. Ah, okay, wir sehen hier eine, die könnte ein bisschen dunkler sein, aber wahrscheinlich auch noch ein bisschen gebräunt. Ich weiß nicht, ob das politisch korrekt ist, das jetzt zu sagen. Ansonsten, ja, mein Eindruck ist, schade, dass man hier nicht sehen kann, was die da genau machen oder beziehungsweise was die für einen Hintergrund haben. Meine Vermutung ist einfach, dass das hier so die typischen Geschwätzwissenschaftler sind. Ja, man sieht es teilweise an der Kleidung, so ein bisschen am Auftreten. So, hier ist dann die Checkliste für Diversity. Das muss man, wenn man dann seinen Förderantrag abschickt, muss man das anhängen. Vielfalt vor und hinter der Kamera. Im Sinne der Präambel unserer Förderrichtlinie steht die FFHSH für die Abbildung einer vielfältigen, multikulturellen und inklusiven Gesellschaft ohne Diskriminierung aufgrund von Alter, Aussehen, Behinderung, Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, Religion oder Weltanschauung, sexueller Identität oder sozioökonomischem Status. Ja, wir sehen hier wieder, wir müssen gegen Diskriminierung vorgehen. Ich frage mich natürlich immer, woran merkt man denn überhaupt, dass da jemand diskriminiert wird? Okay, wenn ich natürlich als Chef zu einer Frau sage, ach, du kannst das nicht, weil du eine Frau bist, oder du kannst das nicht, weil du irgendwie aus Pakistan oder sonst wo kommst, dann ist das natürlich offensichtlich diskriminierend aufgrund des Geschlechts oder der Herkunft oder der Hautfarbe. Aber in den meisten Fällen, wenn du jetzt zum Beispiel ja ein Vermieter bist und sagst, ich möchte Männer nicht in meiner Wohnung haben. Ich hatte zum Beispiel mal eine Freundin von mir, hat mal auf St. Pauli, hat sie mal ihre Wohnung bei Airbnb reingesetzt. Die hat gesagt, ich möchte keine Männer in meiner Wohnung haben, wenn dann nur Pärchen oder Frauen, weil die Männer, die pinkeln immer im Stehen, ja, die hinterlassen die Wohnung meistens nicht so sauber. Das ist natürlich auch stereotypisch und das will man hier versuchen zu verhindern. Wo ich eigentlich sage, letztendlich diskriminieren heißt halt einfach entscheiden, wenn du meinetwegen ein Unternehmen hast und sagst, okay, ich habe schlechte Erfahrungen mit Menschen aus den und den Richtungen gemacht, oder wenn du Vermieter bist und sagst, okay, ich möchte, wie gerade angeführt, ich möchte keine Männer-WGs haben oder ich möchte das und das nicht haben, ist das deine eigene Entscheidung, das ist Vertragsfreiheit. Natürlich ist es nicht toll, wenn jemand sagt, okay, hey, du wirst diskriminiert oder wir möchten dich hier nicht haben, weil du eine andere Hautfarbe hast oder weil du weiblich bist, oder man sieht ja auch immer, was dann offenbar erlaubt ist. Da sieht man dann kein Bier für Nazis oder Nazis haben keinen Zutritt oder AfD-Wähler haben keinen Zutritt.
Ist es da nicht auch, ist es nicht eine Weltanschauung, ist es nicht eine politische Meinung, wo man nicht gegen diskriminiert werden kann? Aber da sehen wir, natürlich ist das immer eine Einbahnstraße. Natürlich werden da ja die Unterdrückten, die angeblich Unterdrückten, die stehen natürlich ganz oben auf der Hierarchie der Olympiade der Unterdrückten und natürlich irgendwie vor allem weiße Cis-Männer, also Cis heißt die Männer, deren soziales Geschlecht mit dem biologischen Geschlecht übereinstimmt, die sind natürlich ganz unten auf der Leiter, vor allem dann natürlich irgendwelche bösen Rechten, die kann man natürlich gerne diskriminieren. Und natürlich, man diskriminiert jeden Tag. Wenn du jetzt hier gerade das Video schaust, dann diskriminierst du andere YouTube-Kanäle, du schaust deren Video nicht. Oder wenn du gerade hier vom Computer sitzt oder vom Handy, du verbringst gerade keine Zeit mit deiner Freundin oder mit deinem Ehemann. Man diskriminiert ständig andere Menschen. Wie gesagt, diskriminieren heißt einfach nur wählen. Aber weswegen das stattfindet, das muss natürlich politisch reguliert werden. Und wenn es da irgendwie nicht den Vorgaben entspricht, muss das sanktioniert werden. Ja, weiter geht's hier mit Sachen, die wir gerade schon gelesen haben. Wir wollen halt alle besonders bunt und divers werden. Die Diversity-Checkliste beruht auf gesetzlichen Grundlagen, zum Beispiel auf dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, sowie auf Ansätzen ausländischer Filmförderinstitute und wird im Dialog mit der Branche weiterentwickelt. Wir sehen auch wieder hier ausländische Filmförderinstitute. Da sieht man, es ist eine weltweite Ideologie. Hier ist jetzt diese Diversity-Checkliste. Bitte beantworten Sie als Anlage zu Ihrem Antrag so weit wie möglich folgende Fragen. Greift die Geschichte eins oder mehrere der nachfolgenden genannten Themen direkt auf? Alltag in der dritten Lebensphase. Also dritte Lebensphase, ich gehe mal davon aus, dass da das Rentnerdasein mit gemeint ist. Geschlechterrollen, da wahrscheinlich sollen die Geschlechterrollen alle hinterfragt werden, es sollen stereotypisch angewandt werden. Hautfarbe bzw. People of Color. Der Begriff People of Color wird hier übergreifend für Menschen verwendet, die sich als nicht weiß verstehen, unabhängig von ihrer Herkunft. Ja, ich weiß nicht, ob man diese Filmschaffenden dann auch aufklären muss. Leben mit Behinderung, die wollen wir natürlich auch alle inkludieren. Mehr generatives Zusammenleben, jo, das finde ich jetzt per se nicht schlecht, wenn man als Familie zusammenhält, wenn man da auch mit mehreren Generationen unter einem Dach wohnt. Migration und Vertreibung, wir sehen hier wieder die Multikulti-Agenda. Religiöse und weltanschauliche Fragen, wahrscheinlich soll jetzt hier der Islam wieder positiv dargestellt werden. Sexuelle Identitäten, ja, wir identifizieren uns natürlich nicht nur als cis, sondern auch als divers und queer und pan und was es da alles gibt. Und sozioökonomischer Status, da sehen wir unten gleich nochmal ein bisschen mehr dazu. Frage 2, wird die Handlung maßgeblich von einem oder mehreren der genannten Themen beeinflusst? Hier ist es dann natürlich ganz toll, wenn die Handlung von einem dieser Themen oder vielleicht sogar von mehreren da maßgeblich behandelt werden. Sind ein oder mehrere Hauptfiguren direkt in genannten Themen involviert? Okay. Sind die Geschlechter in der Geschichte ausgeglichen repräsentiert bzw. dargestellt? Das heißt, wenn wir 50% männlich, 50% weiblich haben, ich weiß, das ist jetzt wieder sexistisch, weil es gibt natürlich noch die Diversen laut unseren Politikern, dann müssen die halt auch dementsprechend, wie die Gesellschaft ist, auch dargestellt werden. Kommen bei den Figuren People of Color vor, da auch wieder laut Statistischem Bundesamt beträgt der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund an der in Deutschland lebenden Bevölkerung 25%. Das heißt, wir wollen auch 25% Migranten in den Filmen haben. Hier auch nochmal eine ganz kurze Anekdote. Ein Freund von mir, der ist Grafikdesigner, der macht für eine große öffentliche Institution in Hamburg, macht er dann so die ganzen Werbeflyer. Das aber glaube ich mittlerweile nicht mehr, da bin ich gar nicht mehr so auf den aktuellsten Stand. Dann wurde ihm immer gesagt, ach, mal doch nochmal ein paar bunte, also People of Color, in diese Übersichten mit den Menschen rein. Zeigt nochmal ein paar Transgender-Leute, die sollen nicht so stereotypisch sein. Und er meinte immer nur, der ist halt, also auch so wie ich, libertär, der steht diesen ganzen Ideologien auch kritisch gegenüber.
Und er meinte nur, warum so viele Trans-Leute gibt's doch gar nicht? Warum soll ich da so viele denn mit reinmachen? Er meinte, ja, komm, mach doch mal, das sieht doch immer gut aus. Also, da sieht man, ja, bei vielen Organisationen, vor allem den staatlichen, geht's mehr um Diversität als um alles andere. Dann Punkt 7, tauchen Figuren mit anderer als heterosexueller Orientierung auf. Ist natürlich, wir wollen alle bunt sein. Heterosexualität ist natürlich nur ein gesellschaftliches Konstrukt. Homosexualität ist vollkommen normal und der Heterosexualität gleichgestellt. Ja, deswegen müssen wir natürlich auch, ja, Homosexuelle, wahrscheinlich gibt es da noch ganz viele andere Orientierungen. Werden Figuren mit einem unterprivilegierten sozioökonomischen Hintergrund dargestellt? So, wollen wir mal schauen, was bei 4 drin steht. Sehen wir auch wieder, nach einer europaweiten Online-Umfrage identifizierte sich 2016 rund 7,4 der Bevölkerung in Deutschland als LGBTQ+. So, das heißt also, wir müssen LGBTQ+, müssen wir auch alle damit beachten bei dem Film. Punkt 7, werden Figuren mit einem unterprivilegierten sozioökonomischen Hintergrund dargestellt? Dann sehen wir wieder eine Anmerkung. In Deutschland waren 2018 laut Statistischem Bundesamt 18,7% der Bevölkerung von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Werden Figuren erzählt, die Menschen mit Behinderung darstellen? Durch welche Ansätze in der Figurentwicklung werden klischeehafte Rollenbilder vermieden? So, da auch wieder, wir wollen Klischees vermeiden, Stereotypen. So, hier soll man dann noch angehen, die Produzenten, Regisseure, Drehbuchautoren, männlich, weiblich, divers. Ja, man sagt ja natürlich, man will die künstlerische Freiheit, will man da nicht gefährden, aber natürlich, wenn man da solche Richtlinien vorgibt, wenn Diversität überall da sein muss, dann wird natürlich die künstlerische Freiheit eingeschränkt, dadurch, dass man nur Geld kriegt. Oder voraussichtlich nur Geld kriegt, wenn man all diese Kriterien dementsprechend richtig beantwortet hat, wenn man ganz divers und ganz bunt ist, keine Klischees erfüllt, alles inkludierend ist, dann erhält man nur Geld aus diesem Steuertopf. Ja, das war's wieder von mir. Vielen Dank fürs Anschauen. Jetzt freue ich mich natürlich auch wieder über eure Kommentare. Findet ihr das gut, dass eure Steuergelder und euer Rundfunkbeitrag für sowas alles ausgegeben wird, für Diversity? Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr euch schon mal solche Filme angeschaut? Wie sind die für euch? Was habt ihr für einen Eindruck? Geht ihr da mit mir konform, dass ich sage, okay, hey, sogar jetzt sind die schon alle voll auf Linie, also meiner Meinung nach. Diese Richtlinien, die hat man jetzt noch viel expliziter formuliert. Jetzt hat man diese Checkliste dazu angehängt. Aber natürlich gab es das offenbar auch alles schon vorher, dass man ja da so ähnliche Richtlinien hatte, dementsprechend entschieden hat. Insofern freue ich mich auf eure Kommentare. Ich freue mich auch gerne, wenn ihr ein Like da lasst. Ansonsten, wie gesagt, abonniert meinen Kanal. Schaut auch bei Telegram vorbei. Abonniert da meine Gruppe. Da komme ich seit Ewigkeiten nicht auf über 6.000 Follower. Da könnt ihr mir hoffentlich helfen, dass ich da über diese Grenze drüber komme. Ansonsten nochmal vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.